Ja, gefährlich ist das so. Ein bisschen abrutschen, zack. Nein, 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 nein. Das habe ich eben gerade gesagt. Vorsicht, Männer. Guck hier. Roland! Was schön da, du! Weißt du, was das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die arbeiten. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann. Wer hat denn hier gefegt, welches Arschloch? Ist das hier der Anfang? Ja, sag einfach mal so. Geh mal 12 Meter, da machst du mal einen Strich hin. Und das ist ja die Schräge. Von hier gehst du deine 50 Zentimeter. Mach erstmal die. Heute ist kein guter Tag. Jörg Leschnikowski ist sauer. Er ist Chef der Baustelle auf der A2 zwischen Hannover und Lehrte. Noch heute muss am Randstreifen gebaut werden. Gut, 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 gut. Wir zeigen hier die Nothaltebucht an. Genau die Maße, dass er weiß, wie er hier einzubauen hat. Die Nothaltebucht ist ja, wo die Autos nachher parken, weil das hier ja vierspurig ist. Und deswegen, das ist so ein bisschen schräg und das muss ja auch genau passen. Und deswegen machen wir das. Sonst baut er mir die volle Breite ein, dann habe ich zu viel Verluste. Genau. Pass auf, du machst jetzt 50 cm mehr. 50 mehr. Ganz einfach, pass auf. Ja, hier ist null. Hier kommt die erste Schnur. Nein, 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 nein. Was habe ich eben gerade gesagt? 50 wolltest du mehr haben. 50 mehr. Hier will ich jetzt, da setze ich die erste Pinne hin. Raue Worte am Rande der Piste. Nicht nur, weil es so laut ist, direkt an der A2. Bloß auf so einer Baustelle kannst du auch nicht. Du hast diese Zeit einfach nicht mehr geduldig zu sein. Weil du bist von einer Ecke, hättest du gleich zur nächsten Ecke. Und überall kommen irgendwelche Fragen auf, dann erklärst du ihm das einmal, zweimal. Beim dritten Mal sollte er es damit nicht geschnallt haben. Und wenn er das dann nicht geschnallt hat, dann muss er eben mal ein bisschen lauter werden. Das ist dann halt mal so. Ne? Aber Geduld, ja. Relativ. Relativ, sag ich mal. Relativ. Wenn man ehrlich ist. Ehrlich gesagt nicht so. Die gesamte Baustelle zieht sich über 8 Kilometer. Gleichzeitig wird an mehreren Stellen gearbeitet. Verkehrsservice für den ganzen Norden. Alle Autofahrer bitte vorsichtig fahren. A1 Hamburg Richtung Bremen. Einige Kilometer Stop and Go wegen Bauarbeiten. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Kreuz Hannover Buchholz und Lehrte. 4 Kilometer Stau, Bauarbeiten. Das ist bei uns. A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Hamburg-Sternigen und Heimfeld. Keine Chance. Hilft nichts. Müssen Sie durch, ne? 4 Kilometer Stau. Jörg ist auf dem Weg zum nächsten Bauabschnitt Richtung Lehrte und landet wie immer im Stau. Er selbst hat keine Angst, zu spät zu kommen. Seine Sorgen sind viel größer. Ich muss ja meine Materialien auch zur Baustelle kriegen, also auch zur Autobahn. Und die müssen auch freien Verkehr haben. Genau wie die Autofahrer, die hier fahren wollen, nach Hause wollen oder wo auch immer hin. Das ist für alle das gleiche Problem. Bloß bei uns hängt da ja viel mehr dran. Wenn du jetzt Asphalt einbauen kannst, schmeiß mal so eine Tonne, also so ein LKW Asphalt weg, ein paar tausend Euro weg. Die A2 wird von 6 auf 8 Spuren erweitert. Es ist ein Riesenbauprojekt auf einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Seit Jahren ist die Strecke überlastet, doch schon bald soll hier der Verkehr besser als vorher fließen. Es ist kein Stau, es ist kein Unfall, es ist normal. Weißt du, wo das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die arbeiten. Nee, ohne Scheiß. Die Bauarbeiten laufen jetzt seit 6 Monaten und alles soll bis zum Beginn der Sommerferien fertig sein. Das wird knapp. So, jetzt habe ich die Faxen dicke, ne? Darf ich jetzt rüberfahren? Ja, jetzt kommen wir einfach mal rüber bei uns in der Baustelle rein. Jetzt bin ich nämlich wieder drin. So, jetzt sind wir wieder in der Baustelle, jetzt können wir wieder fahren. Nur Jörg darf mit seinem Auto im abgesperrten Bereich fahren. Alle anderen quälen sich weiter durch den Stau. Um die ganze Baustelle zu kontrollieren, ist der Polier den halben Tag auf der Piste. Hey, Bazi! Bei Baustellenkilometer 3 arbeitet Asphaltierer René Neubauer. Kollege, das machen wir aber noch sauber, ne? Das machen wir nachher noch sauber, ja. Und davor bitte auch noch einmal sauber machen. Wir fahren auf dem alten von gestern wieder zurück. Ja, wenn wir oben sind, abbauen alles. Links und rechts. Morgen früh Decke. Schon morgen früh Decke.
Renés tonnenschwere Maschine bringt den neuen Asphalt auf die Piste. Es ist ein heißer Job. Der Asphalt hat 125 Grad. René Neubauer und Kollege Bastian Schwede haben die größte Maschine auf der Baustelle. Die Männer von der Asphaltkolonne reden nur per Funk miteinander. Basti? Ja? Wir legen los. Wollen wir losfahren, oder? Wir wollen jetzt losfahren, ja? Den Hubbar und dann fahren wir los und dann fahren wir auch los. 3,5 Meter schafft die Maschine in der Minute. Heute wird der Hauptfahrstreifen Richtung Berlin eingebaut. Der alte Asphalt wurde bereits rausgerissen. Jetzt kommt frischer Asphalt drauf. Ach, was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich aber hier trotzdem nicht mehr rüber. Irgendwie spinnt meine Maschine jetzt. Du bist auch rübergekommen eben, oder? Ja, ich hab hier voll Anschlag, aber... Nichts geht. Die Maschine reagiert nicht auf die Steuerung. Oh, Anhalt, wa? Jeder Zwangsstopp bringt die Arbeiten in Verzug. Sebastian! Ja? Komm mal her, wir haben hier ein Problem. Wir müssen mal gucken, hier lenkt nie mehr. Das schlägt immer so. Offenbar hat die Lenkung etwas abbekommen. Heißer Asphalt und Dreck der Baustelle vertragen sich nicht immer mit den feinen Sensoren. Fahr mal jetzt ein Stück geradeaus. Er macht's wieder. Die Steuerung hatte sich verstellt. Die Männer haben wieder alles im Griff. Da muss ja eine gerade Kante werden. Da kommen die Walzenfahrer, die müssen das andrücken. Ja, da muss er reinfahren, da muss er wieder rausfahren. Ja. Und das sieht ja nicht schön aus. Wenn man eine gerade Linie hat, dann sieht das schon ordentlich aus. Jetzt geht's ja wieder, jetzt können wir ja wieder weitermachen. Die Baustelle verschlingt pro Kilometer 5000 Tonnen Asphalt. Ständig bringen Lastwagen Nachschub. Roland! Was steht da, du? Fast wäre der LKW gegen das Schild gekracht. Weil da vorne ein Schild ist, der LKW muss ankippen. Da können wir jetzt nicht weiterfahren. Schon wieder ein Stopp und jede Minute kostet richtig Geld. Ein paar Kilometer weiter Richtung Dortmund. Vorsicht, Männer, guck hier. Polierjörg kontrolliert den Bau des Seitenstreifens. Scheiße, jetzt kommen die Autos auch schon. Oh Mann, ey, jetzt geht's aber richtig. Die LKW waren erst nachmittags eingeplant. Jörg hat ein neues Problem. Wohin mit dem Kies? Weil das alles auf einmal hier steht. Scheiße, oh Mann, Mann. Da muss ich vielleicht noch einen Boden austauschen, Mann. Da muss ich mir wieder einen anderen Boden herfahren. Dann setze ich den ganzen Scheiß noch einmal um. Ich will natürlich kurze Wege haben, wenn ich... Muss ja schnell gehen. Und wenn ich jetzt habe ich mein ganzes Material da lagern, muss aber alles den anderen Boden daher wieder ran, dann komme ich da nicht mehr ran. Und jetzt muss ich mir den kürzesten Weg schnell ausdenken, damit das für mich am besten und am sinnvollsten ist. Wir machen Folgendes. Wie viele Autos kommen? 5 Stück, die donner ich so schnell weg, Arschlecken. Der Chef muss improvisieren. Der Kies kommt erstmal auf die Straße und muss später verbaut werden. Komm her, ich bleib hier stehen. Tack, 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 55 Stück, die hau ich mir denn schon weg. Die Autobahnbaustelle liegt genau zwischen Hannover und Lehrte. Die A2 gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung in Deutschland. Täglich sind hier 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Noch immer stoppt das Schild die Asphaltmaschine. Der LKW ist noch nicht vorbei. Vor, vor. Anhalten, halt! Passt da durch. Und die Hand runter ist leer, ist alles raus. Naja, ist der Gitter. Selbst bei solchen Manövern muss der LKW weiter Asphalt abladen. Sonst wäre Renés Maschine leer gelaufen. Der Straßenfertiger bleibt immer in Betrieb, komme, was wolle. So, René, hast du wieder Fischbrötchen bei heute Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so, naja, was für ein Fisch? Tomate.
Schön, Tomatencremefisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nichts von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. Wenn wir Mittagspause machen würden, dann würde ja die Maschine stehen. LKWs stehen alle, Mischwerk steht. Kostet alles Zeit und Geld. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. 10 Stunden Asphalt einbauen. Am Ende jeden Tages muss die fertige Maschine gereinigt werden. Basti, was ist denn? Na, ich bin noch nicht fertig. Bist du noch nicht fertig? Das ist ja extrem verdrängt. Naja, Mike, helf dich doch ein bisschen mit. Was hältst du davon? Na, das ist ja auch eine gute Idee. Na ja, komm mal, machen wir beide zusammen. Trocknet der warme Asphalt, verklebt die Maschine. Dann geht morgen gar nichts. Ist für euch eine scheiß Arbeit, ja, aber nützt ja nichts. Muss ja sauber gemacht werden. Sag ich mal, verdreckt ist er ganz schön jetzt hier im Moment bei dem Einbau hier. Ja. Ja, muss man halt nur so zusehen, dass man die sauber kriegt. So halbwegs erstmal, sag ich. Morgen wollen wir ja Decke fahren. Ja, muss er einigermaßen sauber sein. Ist ein bisschen anstrengend. Stehen halt schon die Schweißperlen auf der Stirn. Nee, pass mal auf hier mit den scheiß LKW-Fahrern. Ja, die fahren ja ganz schön schnell, ja. Sind ja eigentlich 60. Also, aber hält sich keiner rein. Passiert ja heutzutage keinen mehr. Ja, gefährlich ist das so. Auch man muss selber zu gucken, die LKWs hier, da hinten steht 60 und die fahren ja wenigstens mit 65, 70 hier lang. PKWs genauso, da muss man aufpassen. Bisschen abrutschen, zack, nach hinten fallen. Könnte schon gefährlich werden. Ja, Hubwald fleißig. Ja. Ja, ich muss mal die Weile hier aufpassen hier. Gut, ja? Wunderbar, dann lass uns runterfahren. Ja, lass uns los. Feierabend für René und Bastian. Seit 2 Jahren sind die beiden ein Team. Mit ihrer Asphaltmaschine sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Immer dort, wo sie gerade gebraucht werden. Ich war Freitag bei Lutz, René. Kennst du Louis? Ja. Der hat sich eine Harley geholt. Oh. Die haben wir begossen. Gucke ein, siehst du. Ja. Sind wir schon zu alt für. Du bist ja schon Opa. Ja, bin ja schon Opa, ist richtig. Der Kleine wartet auch wieder Wochenende. Die Familie sieht René nur samstags und sonntags. Der 48-Jährige lebt in Sachsen-Anhalt, in Stendal. Wenn man jetzt Geld verdienen will, bei uns zu Hause ist nichts, also muss man auswärts gehen. So, das ist schon. Es gibt doch viele Feiern, die ich versäumt habe. Manchmal ist das schon, da sagt man, ach, naja, würde auch gerne jetzt zu Hause sein und da mitfeiern oder bei der Frau sein. Man grübelt nicht, aber man sagt, nicht, dass dort scheiße, sondern naja. ...45 Minuten fahren die Asphaltierer täglich in ihr Quartier. So, Feierabend. Endlich zu Hause, war Roland? Auf einem Bauhof nahe Braunschweig verbringen René und Bastian die Woche. Übernachtet wird im Wohnwagen. Basti? Jo. Kommst du mit abwaschen? Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Na, wann denn? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Komm. Frühe Vogel kann mich warten. Seit 30 Jahren macht René nun schon den Job des Asphaltfahrers. Als er anfing, kam Bastian gerade auf die Welt. Wie kriegst du die Tassen so dreckig? Wieso? Na, ganz offen fertig auf der Maschine. Wisst ihr selber, wie das ist? Das ist halt mal so. Lagerkoller gibt es selten. Die Männer haben nur sich und ihre Baustelle. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann. Ja, weil gibt ja schon mal, wir haben schon mal Zeiten gehabt, da waren wir 14 Tage oder 3 Wochen gar nicht zu Hause. Ja, also und dann nach Hause kommen ist halt schön. Und wenn dann die Frau zu Hause wartet, sag ich mal, mit Essen und wie gesagt, allen drum und dran, dann ist das schon in Ordnung. Dann macht das schon Spaß, dann kann man auch wieder mit Freunden losfahren in der nächsten Woche.
Am Autobahnkreuz Hannover Ost stehen die Container der Bauleitung. Polier Jörg hat heute Nachtschicht. Der 48-Jährige kommt aus Lehrte. Da die Baustelle nahe ist, kann er zu Hause wohnen. Das gibt es selten in seinem Job. Endspurt. Jörg plant die letzten Wochen der Baustelle. Er will unbedingt pünktlich fertig werden. So eine Autobahn, da brauche ich vernünftige Leute, weil wir ja unter Zeitdruck stehen. Und dann will ich natürlich auch möglichst die guten Leute haben, die ein bisschen mehr schaffen, sagen wir mal lieber so. Als wenn ich welche habe, die nicht die Durchschnitt sind, sagen wir mal lieber so. Oder die nicht ganz so gut sind. Die gibt's auch. Fast 6 Millionen Euro kosten allein Jörgs Baustellenabschnitte. Er trägt die Verantwortung. Hier ist Ruhe. Hier hast du deine himmlische Ruhe. Außerdem machst du jetzt das Fenster auf, dann hast du da auch ein bisschen Verkehr, aber es ist natürlich nicht so wie unten auf der Bahn. Ne? Weil unten kannst du ja gar nicht nachdenken, das ist ja viel zu laut. Da siehst du ja nur die Arbeit. Da, wenn du einmal durchfährst, überall wo gearbeitet, musst du ja anhalten und da wirst angehalten, da brauche ich ja zum Teil eine Stunde für 3 Kilometer zu fahren. Weil ich ja überall eine schnelle Entscheidung mal treffen muss oder sowas, wenn was ist. Ne? Und hier oben ist natürlich Ruhe. Und unten, auf der A2 Richtung Dortmund, rattert die Fräse. Bevor neuer Asphalt auf die Straße kommt, muss der alte erstmal weg. 200 Tonnen schafft die Fräse in der Stunde. 6 Minuten, dann ist ein LKW voll. Inzwischen ist auch Jörg wieder auf der Bahn. Eigentlich laufen die Arbeiten heute, doch irgendetwas stimmt mal wieder nicht. Ja, genau, Ralf. Er hat tiefer jetzt gemacht. Kontrollieren wir gleich nochmal. Er macht jetzt 14,5. Wir müssen da mal kontrollieren, wenn nicht, wenn wir nachher wieder hochziehen. Die Tiefe stimmt nicht. Die Fräse schafft zu wenig alten Asphalt weg. Bleibt es so, müssen die Männer nachbessern. Warte mal. Ich habe hier einen Stein, ich habe einen 32er Korn. Wenn ich da raufhalte, bin ich automatisch schon wieder 2-3 Zentimeter, bin ich sogar 4 Millimeter höher. Also im Großen und Ganzen passt das jetzt aber besser als vorher. Den alten Straßenbelag beliebig wegfräsen, das geht nicht. Weil wir müssen nachher die gleiche Schichtdicke wieder einbauen. Und wenn wir nicht diese 14 cm einhalten, kriegen wir Abzüge, starke finanzielle Abzüge, weil wir die Schichtdicken nicht eingehalten haben. Und deswegen kontrollieren wir immer noch, dass wir möglichst genau diese vorgegebene 14 cm fräsen. Bei jedem Millimeter weniger, die wir nachher einbauen, haben wir Abzüge. Also es geht um viel Geld. Deswegen immer möglichst genau arbeiten, sehr genau. Millimeter Arbeit auf der Autobahn, die tausende Euro kosten kann. Ja, 100.000 Euro. 100.000 Euro. Kommt so ungefähr hin. Wenn du jetzt viel zu wenig einbaust an Asphalt. Deswegen muss man leider sehr, sehr genau arbeiten. Es geht um wirklich viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Und deswegen läuft immer einer mit und kontrolliert. Es wird Nacht auf der Autobahnbaustelle zwischen Hannover und Lehrte. Damit zu den Sommerferien der Verkehr wieder fließt, wird rund um die Uhr geschuftet. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Die Nächte sind für Polierjörg besonders anstrengend. Erstmal siehst du zu wenig. Zweitens ist die Gefahr eigentlich noch größer, weil die Autofahrer dich auch nicht sehen, die jetzt hier bei uns an der Baustelle vorbeifahren. Siehst total beschissen jetzt, ne? Und dann musst du mal daran denken, die Autofahrer, die sehen uns auch nicht. Wenn die sich mal verfahren, bist du weg von der Platte, ne? Keine Chance. Die Nachtschicht arbeitet 12 Stunden. Bis 6 Uhr früh wird gefräst. Dann wechselt die Schicht. Aber wenn es so weiterläuft, seid ihr richtig gut durch heute Nacht. Muss ich ganz, wenn ihr jetzt so weiterfahrt mit den Massen, die wir jetzt im Moment wegballern, da seid ihr richtig gut im Rennen. Die LKWs kommen jetzt auch. Aber da brauchen wir nämlich auch keine Nachtschicht machen. Dann machen wir nämlich nur eine Nachtschicht. 14. Krass, da war. Ich merke nur, dass die LKWs aber richtig gut fahren. Das läuft echt besser in der Nacht. Aber eigentlich läuft das von den LKWs
Ja, geil. Da ist auch keiner gewesen mehr. Nee, aber am Tag ist immer beschissener, weil der Verkehr viel mehr ist. Das ist jetzt echt bombig. Sonst läuft. Läuft wunderbar. Zur Not, ich hab mein Handy an. Aber normal. Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Mit was? Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Ich hab das Telefon hier meiner Frau, dann krieg ich gleich mal. Endlich mal gute Nachrichten auf der Baustelle. Den Zeitverzug der letzten Tage werden die Arbeiter nachts aufholen. Es ist 4 Uhr am Morgen. Andernorts heißt es aufstehen. Ja, was ist denn hier los jetzt? Kein Licht. Das ist nicht so gut. Stehen wir jetzt in Duster hier heute Morgen? Oh oh. Die gesamte Unterkunft der Asphaltkolonne ist dunkel. Ja, mach Licht anmachen im Auto. Es werde Licht. Als Asphaltierer René gestern um 10 Uhr schlafen ging, war noch alles in Ordnung. Hier ist irgendwie uns das Licht abhanden gekommen. Gestern Abend war hier Wetter hier, Regen, Dolle. Eingeschlagen oder irgendwas, wir müssen noch mal gucken. Aber trotzdem müssen wir jetzt mal irgendwie jetzt die Zähne putzen, ein bisschen waschen. Wir müssen ja zur Arbeit. Wir wollen ja Asphalt einbauen. Also. Roland, Basti! Jo. Habt ihr auch kein Licht? Nee. Ja, nu? Alles aus. Aber nützt ja nichts. Moin! Moin! Scheiß Laden. Na, sagt das nicht so weit? Doch, ist wirklich wahr hier. Was wollen wir jetzt machen? Zähne putzen? Ja. Ja. Hast du? Ja, Zähne putzen. Auf geht's. Wir müssen zur Arbeit. Geduscht wird bei den Männern abends. Morgens ist die Zeit zu knapp. Eine schnelle Katzenwäsche muss reichen. So, die paar Falten noch wegmachen hier. So, siehst du wohl. Und das auch fertig. Das ist ein bisschen Abenteuer. Und vor allen Dingen, wie ihr siehst, heute Morgen, ohne Strom, muss man sich doch ein bisschen helfen. Und mal wieder verlorene Zeit aufholen. So, dann geht mal Jomi. Die A2 am Kreuz Hannover Ost. Die Asphaltiermaschine ist die ganze Nacht durchgefahren. Es wird eng bis zum Fertigungstermin. Roland, musst du den Radlader nehmen? Ja. Fährst du mit dir auch runter, holst den Radlader an? Ja, ja. Basti, wir bauen ein. Wir bauen ein. Na, los geht's. Trotz Zeitnot, um eine kleine Wartung kommen die Asphaltierer nicht rum. Mal Auto guckt man einmal die Woche, sag ich mal, oder? Na, einmal die Woche ist auch Blödsinn. Ein bisschen länger, aber hier bei der Maschine muss ich jeden Morgen kontrollieren. Wenn ich das nicht mache, wie gesagt, ist kein Fett mehr drinnen nachher, dann geht da hinten alles kaputt. Dann schmiert die nicht mehr, dann werden die Lager heiß und dann gibt es einen Knall und dann war's das. Für den Rundum-Check brauchen René und Bastian eine Stunde. Die Hydraulik funktioniert, die Wellen sind geschmiert, die Asphaltmaschine ist einsatzbereit. Endlich kann es losgehen. Doch schon kommt wieder etwas dazwischen. Das ist schon lebensmüde, an der Seite zu stehen. Das ist gefährlich, ja, sehr gefährlich da. Wenn da einer nicht richtig aufpassen tut, dann ruckzuck kommt es zum schweren Verkehrsunfall. Der hat Panne! Ja, aber ja. Das ist das, was überhaupt passiert mit dem Unfall. Ja, ja. Wenn die noch basteln. Und dann noch zwei Mädels. Keine Wandes, kein Dreieck, nichts. Noch nicht hingucken. Nee. Und die Angst und Bange. Die Arbeiter dürfen nicht über die Autobahn laufen, das wäre viel zu gefährlich. Zum Glück ist der Liegenbleiber nach nur wenigen Minuten weg. Jetzt können René und Bastian loslegen.
Was die übertragen wir? Wie viel bauen wir ein heute? 3000? Ja, mindestens, ne? Na, haben wir noch Stücke vor uns. Wenn alles glatt läuft, schaffen René und Bastian 3 Kilometer und haben wieder aufgeholt. Ein großer Teil der Autobahn ist inzwischen neu asphaltiert. Polier Jörg ist schon wieder am nächsten Baustellenabschnitt. In der Nacht sollte die Verkehrsführung geändert werden, doch passiert ist nichts. Aber da sind sie doch alle, Mann. Da können wir doch jetzt mal nachfragen. Der Chef ist auch da. Nee, ist er doch nicht mehr. Das sind nur die anderen Pflegefälle hier. Moin, Männer! Moin! Sag mal, arbeitet ihr? Habt ihr gestern Nacht gearbeitet? Nein. Gestern Nacht? Hä? Nee. Wir ja zumindest nicht. Sonst wird er ja weiter gewesen. Die Arbeiter sollten die Baustelle längst abgesichert haben. In 2 Tagen will Jörg hier die nächsten Kilometer abfräsen und asphaltieren. Jetzt droht der Zeitplan schon wieder zu kippen. Wir haben einen Ablaufplan, den haben wir auch mit dem Amt abgegeben. Und jeder Tag setzt sich ja vor, da hinten hin. Also muss das versuchen, muss alles passen irgendwo. Weil du bestellst ja auch eine Asphaltfräse vor und so weiter und so weiter. Taktest ja alles ein. Ich kann ja jetzt am Freitag nicht mehr anrufen und sagen, hier, pass mal auf, ich kriege das bis Montag nicht fertig. Pack die Fräse mal woanders an. Dann sagt er, hast du eine in der Pfanne oder was? Kannst du das nicht vorher wissen? Du kannst heutzutage keine großen Puffer mehr einrechnen. Leider nicht mehr, weil die Termine noch so eng sind. Die Schutzwände trennen die Fahrbahnen voneinander. Der Aufbau dauert seine Zeit. Und die Autos fahren nicht langsamer. Die fahren doch jetzt hier dran vorbei, die wissen gar nicht, was hier steht. Denken die Idioten, was machen die denn da? Da kannst du gegenfahren, die verrutschen nicht so schnell. Dass die nicht auf die andere Seite der Fahrbahn kommen. Dann hast du ja sofort, die fahren so gegeneinander her. Und jetzt kommt irgendwo ein Unfall, dann fährt er erstmal gegen die Stahlgegend. Sonst würde er sofort drüben im Verkehr, im Gegenverkehr sein und dann... Dann gibt es Schwerverletzte oder Tote. Wie weit kommt ihr heute? 2 Kilometer ungefähr. 2 Kilometer, ich bin hier bei 10, 11, 12. 12, 460, dann sind wir bei 10, 460. Jetzt seid ihr Samstag auch am Arbeiten? Ja. Wir wollen versuchen, Sonnabend weg zu sein, ja. Das ist sehr schön. Also habe ich Montag freie Bahn, was Prebitz versprochen hat. Ja, genau. Geil. Ja, gute Leute. Spitzenfach, Spitzenfirmen habe ich ja nur hier. Nee, wunderbar, super. Dann kriegen wir das alles hin. Auf seine Leute kann sich Polier Jörg verlassen. Geht weiter alles glatt, läuft der Verkehr zwischen Hannover und Lehrte bald 8-spurig, so wie geplant. Trotz Stress und Stau im Straßenbau. Baustelle zu kontrollieren, ist der Polier den halben Tag auf der Piste. Hey, Barzi! Bei Baustellenkilometer 3 arbeitet Asphaltierer René Neubauer. Kollege, das machen wir aber noch sauber, ne? Das machen wir nachher noch sauber, ja. Und davor bitte auch noch einmal sauber machen. Wir fahren auf dem alten von gestern wieder zurück. Ja, wenn wir oben sind, abbauen alles. Links und rechts. Morgen früh Decke. Renés tonnenschwere Maschine bringt den neuen Asphalt auf die Piste. Es ist ein heißer Job. Der Asphalt hat 125 Grad. René Neubauer und Kollege Bastian Schweder haben die größte Maschine auf der Baustelle. Die Männer von der Asphaltkolonne reden nur per Funk miteinander. Basti? Ja? Wir legen los. Wollen losfahren oder was? Wir wollen jetzt losfahren, ja. Den Hubbar und dann fahren los und dann fahren wir auch los. 3,5 Meter schafft die Maschine in der Minute. Heute wird der Hauptfahrstreifen Richtung Berlin eingebaut. Der alte Asphalt wurde bereits rausgerissen. Jetzt kommt frischer Asphalt drauf.
Ach, was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich aber hier trotzdem nicht mehr rüber. Irgendwie spinnt meine Maschine jetzt. Du bist aber rübergekommen eben, oder? Ja, ich habe hier voll Anschlag, aber... Nichts geht. Die Maschine reagiert nicht auf die Steuerung. Oh, Anhalt, wa? Jeder Zwangsstopp bringt die Arbeiten in Verzug. Sebastian! Ja? Komm mal her, wir haben hier ein Problem. Wir müssen mal gucken, hier lenkt nie mehr. Das schlägt immer so. Offenbar hat die Lenkung etwas abbekommen. Heißer Asphalt und Dreck der Baustelle vertragen sich nicht immer mit den feinen Sensoren. Fahren wir jetzt ein Stück geradeaus? Er macht's wieder. Die Steuerung hatte sich verstellt. Die Männer haben wieder alles im Griff. Da muss ja eine gerade Kante werden. Da kommen die Weizenfahrer, die müssen das andrücken. Ja, da muss er reinfahren, da muss er wieder rausfahren. Ja, und das sieht ja nicht schön aus. Wenn man eine gerade Linie hat, dann sieht das schon ordentlich aus. Jetzt geht's ja wieder, jetzt können wir ja wieder weitermachen. Die Baustelle verschlingt pro Kilometer 5000 Tonnen Asphalt. Ständig bringen Lastwagen Nachschub. Roland! Das Schild da, du! Fast wäre der LKW gegen das Schild gekracht. Weil da vorne ein Schild ist, der LKW muss ankippen. Da können wir jetzt nicht weiterfahren. Schon wieder ein Stopp und jede Minute kostet richtig Geld. Ein paar Kilometer weiter Richtung Dortmund. Vorsicht, Männer, guck hier. Polierjörg kontrolliert den Bau des Seitenstreifens. Scheiße, jetzt kommen die Autos auch schon. Oh Mann, ey, jetzt geht's aber richtig. Die LKW waren erst nachmittags eingeplant. Jörg hat ein neues Problem. Wohin mit dem Kies? Weil es alles auf einmal hier steht. Scheiße, oh Mann. Da muss ich vielleicht noch einen Boden austauschen, Mann. Da muss ich mir wieder einen anderen Boden her. Von daher setze ich den ganzen Scheiß noch einmal um. Ich will natürlich kurze Wege haben, wenn ich... Muss ja schnell gehen. Und wenn ich jetzt habe ich mein ganzes Material da lagern, muss aber alles den anderen Boden nachher wieder ran, dann komme ich da nicht mehr ran. Und jetzt muss ich mir den kürzesten Weg schnell ausdenken, wenn das für mich am besten und am sinnvollsten ist. Wir machen Folgendes. Wie viele Autos kommen? 5 Stück, die donner ich so schnell weg, Arschlecken. Der Chef muss improvisieren. Der Kies kommt erstmal auf die Straße und muss später verbaut werden. Komm her, ich bleib hier stehen. Tak, 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 55 Stück, die hau ich mir denn schon weg. Die Autobahnbaustelle liegt genau zwischen Hannover und Lehrte. Die A2 gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung in Deutschland. Täglich sind hier 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Noch immer stoppt das Schild die Asphaltmaschine. Der LKW ist noch nicht vorbei. Vor, vor. Anhalten, anhalten. Passt da durch. Und ganz runter ist leer, ist alles raus. Naja, ist der Gitter. Selbst bei solchen Manövern muss der LKW weiter Asphalt abladen. Sonst wäre Renés Maschine leer gelaufen. Der Straßenfertiger bleibt immer in Betrieb, komme, was wolle. So, René, hast du wieder Fischbrötchen bei zum Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so, naja, was für ein Fisch? Tomate. Schön, Tomatencremefisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nichts von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. Wenn wir Mittagspause machen würden, dann würde ja die Maschine stehen. LKW stehen alle, Mischwerk steht. Kostet alles Zeit und Geld. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. 10 Stunden Asphalt einbauen. Am Ende jeden Tages muss die Fertigermaschine gereinigt werden. Basti, was ist denn? Na, ich bin noch nicht bist fertig. Bist du noch nicht fertig? Das ist ja extrem verdrängt. Naja, Mayak, helf dich noch ein bisschen mit. Was hältst du davon? Na, das ist ja auch eine gute Idee. Na ja, komm mal, machen wir beide zusammen. Trocknet der warme Asphalt, verklebt die Maschine.
Dann geht morgen gar nichts. Ist für euch eine scheiß Arbeit, ja, aber nützt ja nichts. Muss ja sauber gemacht werden. Sag ich mal, verdreckt ist er ganz schön jetzt hier im Moment bei dem Einbau hier. Ja. Ja, muss man halt nur so zusehen, dass man die sauber kriegt. Nur halbwegs erstmal, sag ich. Morgen wollen wir ja Decke fahren. Ja, muss einigermaßen sauber sein. Ist ein bisschen anstrengend. Stehen halt schon die Schweißperlen auf der Stirn. Nee, pass mal auf hier mit den scheiß LKW-Fahrern. Ja, die fahren ja ganz schön schnell, ja. Sind ja eigentlich 60. Ja, aber bist, hält sich keiner rein. Passiert ja heutzutage keinen mehr. Ja, gefährlich ist das so. Warum, man muss selber zu gucken, die LKWs hier, da hinten steht 60 und die fahren hier wenigstens mit 65, 70 hier lang. PKWs hinaus, da muss man aufpassen. Ein bisschen abrutschen, zack, nach hinten fallen, könnte schon gefährlich werden. Ja, hupt mal fleißig. Ja. Ja, ich muss mal die Waldi aufpassen hier. Gut, ja? Wunderbar, dann lass uns runterfahren. Ja, lass uns los. Feierabend für René und Bastian. Seit 2 Jahren sind die beiden ein Team. Mit ihrer Asphaltmaschine sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Immer dort, wo sie gerade gebraucht werden. Ich war Freitag bei Lutz, René. Kennst du Louis? Ja. Der hat sich eine Harley geholt. Oh. Die haben wir begossen. Gucke ein, siehst du. Ja. Ja. Sind wir schon zu alt für. Du bist ja schon Opa. Ja, bin ja schon Opa, ist richtig. Der Kleine wartet auch wieder Wochenende. Die Familie sieht René nur samstags und sonntags. Der 48-Jährige lebt in Sachsen-Anhalt, in Stendal. Wenn man jetzt Geld verdienen will, bei uns zu Hause ist nichts, also muss man auswärts gehen. So, das ist schon. Es gibt doch viele Feiern, die ich versäumt habe. Manchmal ist das schon, da sagt man, ach, naja. Würde auch gerne jetzt zu Hause sein und da mitfeiern oder bei der Frau sein. Man grübelt nicht, aber man sagt, nicht, dass dort scheiße, sondern naja. ...45 Minuten fahren die Asphaltierer täglich in ihr Quartier. So, die läuft. Ja, gefährlich ist das so. Ein bisschen abrutschen, zack. Nein, 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 nein. Das habe ich eben gerade gesagt. Vorsicht, Männer, guck hier. Roland! Was schön da, du! Weißt du, was das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die arbeiten. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann. Er hat ihn hier gefegt, welches Arschloch. Ist das hier der Anfang? Ja, sag einfach mal so. Geh mal 12 Meter, da machst du mal einen Strich hin. Und das ist ja die Schräge. Von hier gehst du deine 50 Zentimeter. Mach erstmal die. Heute ist kein guter Tag. Jörg Leschnikowski ist sauer. Er ist Chef der Baustelle auf der A2 zwischen Hannover und Lehrte. Noch heute muss am Randstreifen gebaut werden. Gut, 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 gut. Wir zeigen hier die Nothaltebucht an. Genau die Maße, dass er weiß, wie er hier einzubauen hat. Die Nothaltebucht ist ja, wo die Autos nachher parken, weil das hier ja vierspurig ist. Und deswegen, das ist so ein bisschen schräg und das muss ja auch genau passen. Und deswegen machen wir das. Sonst baut er mir die volle Breite ein, dann habe ich zu viel Verluste. Pass auf, du machst jetzt 50 cm mehr. 50 mehr. Ganz einfach, pass auf. Ja, hier ist null. Hier kommt die erste Schnur. Nein, 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 nein. Was habe ich eben gerade gesagt? 50 wolltest du mehr haben. 50 mehr. Hier will ich jetzt, da setzt sie die erste Pinne hin. Raue Worte am Rande der Piste. Nicht nur, weil es so laut ist, direkt an der A2. Bloß auf so einer Baustelle kannst du auch nicht. Du hast diese Zeit einfach nicht mehr geduldig zu sein. Weil du bist von einer Ecke, hättest du gleich zur nächsten Ecke. Und überall kommen irgendwelche Fragen auf, dann erklärst du ihm das einmal, zweimal. Beim dritten Mal sollte er es damit nicht geschnallt haben.
Und wenn er das dann nicht geschnallt hat, dann muss er eben mal ein bisschen lauter werden. Das ist dann halt mal so. Ne? Aber Geduld, ja. Relativ. Relativ, sag ich mal. Relativ. Wenn man ehrlich ist. Ehrlich gesagt nicht so. Die gesamte Baustelle zieht sich über 8 Kilometer. Gleichzeitig wird an mehreren Stellen gearbeitet. Verkehrsservice für den ganzen Norden. Alle Autofahrer bitte vorsichtig fahren. A1 Hamburg Richtung Bremen. Einige Kilometer Stop and Go wegen Bauarbeiten. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Kreuz Hannover und Buchholz. Und Lehrte 4 Kilometer Stau Bauarbeiten. Das ist bei uns. A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Hamburg Stellingen und Heimfeld. Keine Chance. Hilft nichts. Müssen Sie durch, ne? 4 Kilometer Stau. Jörg ist auf dem Weg zum nächsten Bauabschnitt Richtung Lehrte und landet wie immer im Stau. Er selbst hat keine Angst, zu spät zu kommen. Seine Sorgen sind viel größer. Ich muss ja meine Materialien auch zur Baustelle kriegen, also auch zur Autobahn. Und die müssen auch freien Verkehr haben. Genau wie die Autofahrer, die hier fahren wollen, nach Hause wollen oder wo auch immer hin. Das ist für alle das gleiche Problem. Bloß bei uns hängt da ja viel mehr dran. Wenn du jetzt Asphalt einbauen kannst, schmeiß mal so eine Tonne, also so ein LKW Asphalt weg, ein paar tausend Euro weg. Die A2 wird von 6 auf 8 Spuren erweitert. Es ist ein Riesenbauprojekt auf einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Seit Jahren ist die Strecke überlastet, doch schon bald soll hier der Verkehr besser als vorher fließen. Es ist kein Stau, es ist kein Unfall, es ist normal. Weißt du, wo das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die arbeiten. Nee, ohne Scheiß. Die Bauarbeiten laufen jetzt seit 6 Monaten und alles soll bis zum Beginn der Sommerferien fertig sein. Das wird knapp. So, jetzt habe ich die Faxen dicke, ne? Darf ich jetzt so rüberfahren? Ja, jetzt kommen wir einfach mal rüber bei uns in eine Baustelle rein. Dann bin ich wieder drin. So, jetzt sind wir wieder in der Baustelle, jetzt können wir wieder fahren. Nur Jörg darf mit seinem Auto im abgesperrten Bereich fahren. Alle anderen quälen sich weiter durch den Stau. Um die ganze Feierabend. Endlich zu Hause. War Roland? Auf einem Bauhof nahe Braunschweig verbringen René und Bastian die Woche. Übernachtet wird im Wohnwagen. Basti? Jo. Kommst du mit abwaschen? Jetzt schon? Ja, ja, jetzt schon. Na, wann denn? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Komm. Der frühe Vogel kann mich warten. Seit 30 Jahren macht René nun schon den Job des Asphaltfahrers. Als er anfing, kam Bastian gerade auf die Welt. Wie kriegst du die Tassen so dreckig? Wieso? Na, ganz offen fertig auf der Maschine. Wisst ihr selber, wie das ist? Das ist halt mal so. Lagerkoller gibt es selten. Die Männer haben nur sich und ihre Baustelle. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann. Ja, weil... Gibt ja schon mal, wir haben schon mal Zeiten gehabt, da waren wir 14 Tage oder 3 Wochen gar nicht zu Hause. Ja, also und dann nach Hause kommen ist halt schön. Und wenn dann die Frau zu Hause wartet, sag ich mal, mit Essen und wie gesagt, allen drum und dran, dann ist das schon in Ordnung. Dann macht das schon Spaß, dann kann man auch wieder mit Freude losfahren in der nächsten Woche. Am Autobahnkreuz Hannover-Ost stehen die Container der Bauleitung. Polier Jörg hat heute Nachtschicht. Der 48-Jährige kommt aus Lehrte. Da die Baustelle nahe ist, kann er zu Hause wohnen. Das gibt es selten in seinem Job. Endspurt. Jörg plant die letzten Wochen der Baustelle. Er will unbedingt pünktlich fertig werden. So eine Autobahn, da brauche ich vernünftige Leute, weil wir ja unter Zeitdruck stehen. Und dann will ich natürlich auch möglichst die guten Leute haben, die ein bisschen mehr schaffen, sagen wir mal lieber so. Als wenn ich welche habe, die nicht die Durchschnitt sind, sagen wir mal lieber so. Oder die nicht ganz so gut sind. Die gibt es auch. Fast 6 Millionen Euro kosten allein Jörgs Baustellenabschnitte. Er trägt die Verantwortung. Hier ist Ruhe. Hast du deine himmlische Ruhe? Außer du machst jetzt das Fenster auf, dann hast du da auch ein bisschen Verkehr, aber es ist natürlich nicht so wie unten auf der Bahn. Ne? Weil unten kannst du ja gar nicht nachdenken, das ist ja viel zu laut. Da siehst du ja nur die Arbeit. Da, wenn du einmal durchfährst, überall wo gearbeitet, musst du ja anhalten und da wirst angehalten, da brauche ich ja zum Teil eine Stunde, um nur für 3 Kilometer zu fahren.
weil ich ja überall eine schnelle Entscheidung mal treffen muss oder sowas, wenn was ist. Ne? Und hier oben ist natürlich Ruhe. Und unten auf der A2 Richtung Dortmund rattert die Fräse. Bevor neuer Asphalt auf die Straße kommt, muss der alte erstmal weg. 200 Tonnen schafft die Fräse in der Stunde. 6 Minuten, dann ist ein LKW voll. Inzwischen ist auch Jörg wieder auf der Bahn. Eigentlich laufen die Arbeiten heute, doch irgendetwas stimmt mal wieder nicht. Ja, genau, rein. Er hat tiefer jetzt gemacht. Kontrollieren wir gleich nochmal. Er macht jetzt 14,5. Wir müssen einmal kontrollieren. Wenn nicht, müssen wir nachher wieder hochziehen. Die Tiefe stimmt nicht. Die Fräse schafft zu wenig alten Asphalt weg. Bleibt es so, müssen die Männer nachbessern. Warte mal. Ich habe hier einen Stein. Ich habe einen 32er Korn. Wenn ich da rauf halte, bin ich automatisch schon wieder 2-3 Zentimeter, bin ich sogar 4 mm höher. Also im Großen und Ganzen passt das jetzt aber besser als vorher. Den alten Straßenbelag beliebig wegfräsen, das geht nicht. Weil wir müssen nachher die gleiche Schichtdicke wieder einbauen. Und wenn wir nicht diese 14 cm einhalten, dann kriegen wir Abzüge, starke finanzielle Abzüge, weil wir die Schichtdicken nicht eingehalten haben. Und deswegen kontrollieren wir immer noch, dass wir möglichst genau diese vorgegebenen 14 cm fräsen. Weil je Millimeter weniger, die wir nachher einbauen, haben wir Abzüge. Also es geht um viel Geld. Deswegen immer möglichst genau arbeiten, sehr genau. Millimeter Arbeit auf der Autobahn, die tausende Euro kosten kann. Ja, 100.000 Euro. 100.000 Euro. Kommt so ungefähr hin, wenn du jetzt viel zu wenig einbaust an Asphalt. Deswegen muss man leider sehr, sehr genau arbeiten. Es geht um wirklich viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Und deswegen läuft immer einer mit und kontrolliert. Es wird Nacht auf der Autobahnbaustelle zwischen Hannover und Lehrte. Damit zu den Sommerferien der Verkehr wieder fließt, wird rund um die Uhr geschuftet. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Die Nächte sind für Polierjörg besonders anstrengend. Erstmal siehst du zu wenig. Zweitens ist die Gefahr eigentlich noch größer, weil die Autofahrer dich auch nicht sehen, die jetzt hier bei uns an der Baustelle vorbeifahren. Siehst total beschissen jetzt, ne? Und dann musst du mal daran denken, die Autofahrer, die sehen uns auch nicht. Wenn die sich mal verfahren, bist du weg von der Platte, ne? Keine Chance. Die Nachtschicht arbeitet 12 Stunden. Bis 6 Uhr früh wird gefräst. Dann wechselt die Schicht. Aber wenn es so weiterläuft, seid ihr richtig gut durch heute Nacht. Muss ich ganz, wenn ihr jetzt so weiterfahrt mit den Massen, die wir jetzt im Moment wegballern, dann seid ihr richtig gut im Rennen. Die LKWs kommen jetzt auch. Aber da brauchen wir nämlich auch keine Nachtschicht machen. Dann machen wir nämlich nur eine Nachtschicht. 14. Das, na war. Ich merke nur, dass die LKWs aber richtig gut fahren. Das läuft echt besser in der Nacht. Aber eigentlich läuft das von den LKWs. Ja, geil. Wenn noch keiner gewesen wäre. Nee, aber am Tag ist immer beschissener, weil der Verkehr viel mehr ist. Das ist jetzt echt bombig. Sonst läuft. Läuft wunderbar. Zur Not, ich hab mein Handy an. Wetter aber normal. Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Mit was? Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Ich hab das Telefon in meiner Frau, dann krieg ich gleich weiter. Endlich mal gute Nachrichten auf der Baustelle. Den Zeitverzug der letzten Tage werden die Arbeiter nachts aufholen. Es ist 4 Uhr am Morgen. Andernorts heißt es aufstehen. Ja, was ist denn hier los jetzt? Kein Licht. Das ist nicht so gut. Stehen wir jetzt in Dusan hier heute Morgen. Oh oh. Die gesamte Unterkunft der Asphaltkolonne ist dunkel. Ja, mach Licht anmachen im Auto. Es werde Licht.
Als Asphaltierer René gestern um 10 Uhr schlafen ging, war noch alles in Ordnung. Hier ist irgendwie uns das Licht abhanden gekommen. Gestern Abend war Gewitter hier, Regen, Dolle, eingeschlagen oder irgendwas. Wir müssen das mal gucken. Aber trotzdem müssen wir jetzt mal irgendwie jetzt die Zähne putzen, ein bisschen waschen. Wir müssen jetzt zur Arbeit. Wir wollen ja Asphalt einbauen. Also, Roland, Basti! Jo. Habt ihr auch kein Licht? Nee. Ja, nu? Alles aus. Aber nützt ja nichts. Moin. Moin. Scheiß Laden. Na, sagt das nicht so weit? Ja, ist wirklich wahr hier. Was wollen wir jetzt machen? Zähne putzen? Ja. Ja. Hast du? Ja, Zähne putzen. Auf geht's. Wir müssen zur Arbeit. Geduscht wird bei den Männern abends. Morgens ist die Zeit zu knapp. Eine schnelle Katzenwäsche muss reichen. So, die verfällt noch wegmachen hier. So, siehst du wohl. Und das auch fertig. Das ist ein bisschen Abenteuer. Und vor allen Dingen, wie ihr siehst, heute Morgen, ohne Strom, muss man sich doch ein bisschen helfen. Und mal wieder verlorene Zeit aufholen. Oh, hit my homie. Ein paar Kilometer weiter Richtung Dortmund. Vorsicht, Männer, Ruck hier. Polier Jörg kontrolliert den Bau des Seitenstreifens. Scheiße, jetzt kommen die Autos auch schon. Oh Mann, ey, jetzt geht's aber richtig. Die LKW waren erst nachmittags eingeplant. Jörg hat ein neues Problem. Wohin mit dem Kies? Weil das alles auf einmal hier steht. Scheiße, oh Mann. Da muss ich vielleicht noch einen Boden austauschen, Mann. Da muss ich mir wieder einen anderen Boden her. Dann setze ich den ganzen Scheiß noch einmal um. Ich will natürlich kurze Wege haben, wenn ich... Muss ja schnell gehen. Und wenn ich jetzt habe ich mein ganzes Material da lagern, muss aber alles den anderen Boden nachher wieder ran, dann komme ich da nicht mehr ran. Und jetzt muss ich mir den kürzesten Weg schnell ausdenken, damit das für mich am besten und am sinnvollsten ist. Wir machen Folgendes. Wie viele Autos kommen? 5 Stück, die donner ich so schnell weg, Arschlecken. Der Chef muss improvisieren. Der Kies kommt erstmal auf die Straße und muss später verbaut werden. Komm her, ich bleib hier stehen. Tak, 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 55 Stück, die hau ich mir denn schon weg. Die Autobahnbaustelle liegt genau zwischen Hannover und Lehrte. Die A2 gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung in Deutschland. Täglich sind hier 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Noch immer stoppt das Schild die Asphaltmaschine. Der LKW ist noch nicht vorbei. Vor, vor. Anhalten halt! Passt da durch. Und die Hand runter ist leer, ist alles raus. Naja, ist der Gitter. Selbst bei solchen Manövern muss der LKW weiter Asphalt abladen. Sonst wäre Renés Maschine leer gelaufen. Der Straßenfertiger bleibt immer in Betrieb. Komme, was wolle. So, René, hast du wieder Fischbrötchen bei zum Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so, naja, was für ein Fisch? Tomate. Schön, Tomatencremefisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nicht von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. Wenn wir Mittagspause machen würden, dann würde ja die Maschine stehen, LKW stehen alle, Mischwerk steht, kostet alles Zeit und Geld. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. 10 Stunden Asphalt einbauen. Am Ende jeden Tages muss die Fertigermaschine gereinigt werden. Basti, was ist denn? Na, ich bin noch nicht bist fertig. Bist du noch nicht fertig? Heute ist ein extrem verdrängt. Naja, Mayak, helf dich doch ein bisschen mit. Was hältst du davon? Na, das ist auch eine gute Idee. Am Autobahnkreuz Hannover-Ost stehen die Container der Bauleitung. Polier Jörg hat heute Nachtschicht. Der 48-Jährige kommt aus Lehrte. Da die Baustelle nahe ist, kann er zu Hause wohnen. Das gibt es selten in seinem Job. Endspurt. Jörg plant die letzten Wochen der Baustelle. Er will unbedingt pünktlich fertig werden.
so eine Autobahn, da brauche ich vernünftige Leute, weil wir ja unter Zeitdruck stehen. Und dann will ich natürlich auch möglichst die guten Leute haben, die ein bisschen mehr schaffen, sagen wir mal lieber so. Als wenn ich welche habe, die nicht die Durchschnitt sind, sagen wir mal lieber so. Oder die nicht ganz so gut sind. Die gibt's auch. Fast 6 Millionen Euro kosten allein Jörgs Baustellenabschnitte. Er trägt die Verantwortung. Hier ist Ruhe. Hier ist deine himmlische Ruhe. Außer du machst jetzt das Fenster auf, dann hast du da auch ein bisschen Verkehr, aber es ist natürlich nicht so wie unten auf der Bahn, ne? Weil unten kannst du ja gar nicht nachdenken, das ist ja viel zu laut. Da siehst du ja nur die Arbeit. Da, wenn du einmal durchfährst, überall wo gearbeitet, musst du ja anhalten und da wirst angehalten, da brauche ich ja zum Teil eine Stunde nur für 3 Kilometer zu fahren. Weil ich ja überall eine schnelle Entscheidung mal treffen muss oder sowas, wenn was ist. Ne? Und hier oben ist natürlich Ruhe. Und unten auf der A2 Richtung Dortmund rattert die Fräse. Bevor neuer Asphalt auf die Straße kommt, muss der alte erstmal weg. 200 Tonnen schafft die Fräse in der Stunde. 6 Minuten, dann ist ein LKW voll. Inzwischen ist auch Jörg wieder auf der Bahn. Eigentlich laufen die Arbeiten heute, doch irgendetwas stimmt mal wieder nicht. Ja, genau, rein. Er hat tiefer jetzt gemacht. Kontrollier mal einer mal. Er macht jetzt 14,5. Wir müssen einmal kontrollieren. Wenn nicht, müssen wir nachher wieder hochziehen. Die Tiefe stimmt nicht. Die Fräse schafft zu wenig alten Asphalt weg. Bleibt es so, müssen die Männer nachbessern. Warte mal. Ich habe hier einen Stein. Ich habe einen 32er Korn. Wenn ich da raufhalte, bin ich automatisch schon wieder 2-3 cm, bin ich sogar 4 mm höher. Also im Großen und Ganzen passt das jetzt aber besser als vorher. Den alten Straßenbelag beliebig wegfräsen, das geht nicht. Weil wir müssen nachher die gleiche Schichtdicke wieder einbauen. Und wenn wir nicht diese 14 cm einhalten, dann kriegen wir Abzüge. Starke, finanzielle Abzüge, weil wir die Schichtdicken nicht eingehalten haben. Und deswegen kontrollieren wir meistens immer noch, dass wir möglichst genau diese vorgegebene 14 cm fräsen. Weil je Millimeter weniger, die wir nachher einbauen, haben wir Abzüge. Also es geht um viel Geld. Deswegen immer möglichst genau. Ja, der Lager muss aber alles den anderen Boden nachher wieder ran, dann komme ich da nicht mehr ran. Und jetzt muss ich mir den kürzesten Weg schnell ausdenken, damit das für mich am besten und am sinnvollsten ist. Wir machen Folgendes. Wie viele Autos kommen? 5 Stück, die donner ich so schnell weg, Arschlecken. Der Chef muss improvisieren. Der Kies kommt erstmal auf die Straße und muss später verbaut werden. Komm her, ich bleib hier stehen. Tack, tack, tack. 5 Stück, die hau ich mir denn schon weg. Die Autobahnbaustelle liegt genau zwischen Hannover und Lehrte. Die A2 gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung in Deutschland. Täglich sind hier 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Noch immer stoppt das Schild die Asphaltmaschine. Der LKW ist noch nicht vorbei. Vor, vor. Anhalten halt! Passt da durch. Und die Hand runter ist leer, ist alles raus. Naja, das geht doch. Selbst bei solchen Manövern muss der LKW weiter Asphalt abladen. Sonst wäre Renés Maschine leer gelaufen. Der Straßenfertiger bleibt immer in Betrieb. Komme, was wolle. So, René, hast du wieder Fischbrötchen bei zum Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so. Naja, was für ein Fisch? Tomate. Schön, Tomatencremefisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nichts von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. Wenn wir Mittagspause machen würden, dann würde ja die Maschine stehen, LKWs stehen alle, Mischwerk steht, kostet alles Zeit und Geld. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. 10 Stunden Asphalt einbauen. Am Ende jeden Tages muss die fertige Maschine gereinigt werden. Basti, was ist denn? Na, ich bin noch nicht bist fertig. Bist du noch nicht fertig? Das ist ja extrem verdrängt. Naja, Mike, helf dich doch ein bisschen mit. Was hältst du davon? Das ist ja auch eine gute Idee. Na ja, komm mal, machen wir beide zusammen.
trocknet der warme Asphalt, verklebt die Maschine. Dann geht morgen gar nichts. Ist heute Scheißarbeit, ja, aber nützt ja nichts. Muss ja sauber gemacht werden. Sag ich mal, verdreckt ist er ganz schön jetzt hier im Moment bei dem Einbau hier. Ja. Ja, muss man halt nur so zusehen, dass man die sauber kriegt. So halbwegs erstmal, sag ich. Morgen wollen wir ja Decke fahren. Ja, dann muss er einigermaßen sauber sein. Ist ein bisschen anstrengend. Stehen halt schon. Die Finger, die wir nachher einbauen, haben wir Abzüge. Also es geht um viel Geld. Deswegen immer möglichst genau arbeiten. Sehr genau. Millimeter Arbeit auf der Autobahn, die tausende Euro kosten kann. Ja, 100.000 Euro. 100.000 Euro. Kommt so ungefähr hin. Wenn du jetzt viel zu wenig einbaust an Asphalt. Deswegen muss man leider sehr, sehr genau arbeiten. Es geht um wirklich viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Und deswegen läuft immer einer mit und kontrolliert. Es wird Nacht auf der Autobahnbaustelle zwischen Hannover und Lehrte. Damit zu den Sommerferien der Verkehr wieder fließt, wird rund um die Uhr geschuftet. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Die Nächte sind für Polierjörg besonders anstrengend. Erstmal siehst du zu wenig. Zweitens ist die Gefahr eigentlich noch größer, weil die Autofahrer dich auch nicht sehen, die jetzt hier bei uns an der Baustelle vorbeifahren. Siehst total beschissen jetzt, ne? Und dann musst du mal daran denken, die Autofahrer, die sehen uns auch nicht. Wenn die sich mal verfahren, bist du weg von der Platte, ne? Keine Chance. Die Nachtschicht arbeitet 12 Stunden. Bis 6 Uhr früh wird gefräst. Dann wechselt die Schicht. Aber wenn es so weiterläuft, seid ihr richtig gut durch heute Nacht. Muss ich ganz, wenn ihr jetzt so weiterfahrt mit den Massen, die wir jetzt im Moment wegballern, dann seid ihr richtig gut im Rennen. Die LKWs kommen jetzt auch. Aber dann brauchen wir nämlich auch keine Nachtschicht machen. Dann machen wir nämlich nur eine Nachtschicht. 14. Das, wunderbar. Ich merke nur, dass die LKWs aber richtig gut fahren. Das läuft echt besser in der Nacht. Aber eigentlich läuft das von der LKWs. Ja, geil. Noch keiner gewesen wäre. Nee, aber am Tag ist immer beschissener, weil der Verkehr viel mehr ist. Das ist jetzt echt bombig. Sonst läuft. Läuft wunderbar. Zur Not, ich hab mein Handy an. Wenn du aber normal. Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Mit was? Ich rufe in der Nacht mal an, ob du schläfst. Ich hab das Telefon in meiner Frau, dann krieg ich gleich weiter. Endlich mal gute Nachrichten auf der Baustelle. Den Zeitverzug der letzten Tage werden die Arbeiter nachts aufholen. Es ist 4 Uhr am Morgen. Andernorts heißt es aufstehen. Ja, was ist denn hier los jetzt? Kein Licht. Das ist nicht so gut. Stehen wir jetzt in Duster hier heute Morgen? Oh oh. Das ist ein bisschen Abenteuer. Und vor allen Dingen, wie ihr siehst, heute Morgen, ohne Strom, muss man sich doch ein bisschen helfen. Und mal wieder verlorene Zeit aufholen. Oh, hit my homie. Die A2 am Kreuz Hannover Ost. Die Asphaltiermaschine ist die ganze Nacht durchgefahren. Es wird eng bis zum Fertigungstermin. Roland, musst du den Radlader nehmen? Ja. Lass mit dir auch runter, holst den Radlader an. Ja, ja. Basti, wir bauen an. Wir bauen an. Na, dann los geht's. Trotz Zeitnot, um eine kleine Wartung kommen die Asphaltierer nicht rum. Das Auto guckt man einmal die Woche, sag ich mal, oder? Na, einmal die Woche ist auch Blödsinn. Ein bisschen länger, aber hier bei der Maschine muss ich jeden Morgen kontrollieren. Wenn ich das nicht mache, wie gesagt, ist kein Fett mehr drin nachher, dann geht da hinten alles kaputt. Dann schmiert die nicht mehr, dann werden die Lager heiß und dann gibt es einen Knall und dann war's das. Für
Für den Rundumcheck brauchen René und Bastian eine Stunde. Die Hydraulik funktioniert, die Wellen sind geschmiert, die Asphaltmaschine ist einsatzbereit. Endlich kann es losgehen. Doch schon kommt wieder etwas dazwischen. Das ist schon lebensmüde, an der Seite zu stehen. Das ist gefährlich, ja, sehr gefährlich da. Wenn da einer nicht richtig aufpassen tut, dann ruckzuck kommt es zum schweren Verkehrsunfall. Der hat Panne. Ja, aber ja. Sehen wir, das ist das, was überhaupt passiert mit dem Unfall. Ja, ja. Wenn die noch basteln. Und dann noch zwei Mädels. Keine Wandes, kein Dreieck, nichts. Noch nicht hingucken. Nee. Mach ich Angst und Bange. Die Arbeiter dürfen nicht über die Autobahn laufen, das wäre viel zu gefährlich. Zum Glück ist der Liegenbleiber nach nur wenigen Minuten weg. Jetzt können René und Bastian loslegen. Was die übertragen wir? Wie viel bauen wir ein heute? 3000? Ja, mindestens, ne? Na, haben wir noch ein Stück vor uns. Wenn alles glatt läuft, schaffen René und Bastian 3 Kilometer und haben wieder aufgeholt. Ein großer Teil der Autobahn ist inzwischen neu asphaltiert. Polier Jörg ist schon wieder am nächsten Baustellenabschnitt. In der Nacht sollte die Verkehrsführung geändert. Dann machen wir nachher noch sauber, ja? Und davor bitte auch noch einmal sauber machen. Wir fahren auf dem alten von gestern wieder zurück. Ja, wenn wir oben sind, abbauen alles, links und rechts. Morgen früh Decke. Schon morgen früh Decke. Renés tonnenschwere Maschine bringt den neuen Asphalt auf die Piste. Es ist ein heißer Job. Der Asphalt hat 125 Grad. René Neubauer und Kollege Bastian Schwede haben die größte Maschine auf der Baustelle. Die Männer von der Asphaltkolonne reden nur per Funk miteinander. Basti? Ja? Wir legen los. Wollen losfahren, oder? Wir wollen jetzt losfahren, ja? Den Hupa und den Fahrlos und dann fahren wir auch los. 3,5 Meter schafft die Maschine in der Minute. Heute wird der Hauptfahrstreifen Richtung Berlin eingebaut. Der alte Asphalt wurde bereits rausgerissen. Jetzt kommt frischer Asphalt drauf. Was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich aber hier trotzdem nicht mehr rüber. Irgendwie spinnt meine Maschine jetzt. Du bist doch rübergekommen, oder? Ja, ich hab hier voll Anschlag, aber... Nichts geht. Die Maschine reagiert nicht auf die Steuerung. Oh, anhalten, wa? Jeder Zwangsstopp bringt die Arbeiten in Verzug. Sebastian! Ja? Komm mal her, wir haben hier ein Problem. Wir müssen mal gucken, hier lenkt nie mehr. Das schlägt immer so. Offenbar hat die Lenkung etwas abbekommen. Heißer Asphalt und Dreck der Baustelle vertragen sich nicht immer mit den feinen Sensoren. Fahren wir jetzt ein Stück geradeaus? Er macht's wieder. Die Steuerung hatte sich verstellt. Die Männer haben wieder alles im Griff. Da muss ja eine gerade Kante werden. Da kommen die Walzenfahrer, die müssen das andrücken. Ja, da muss er reinfahren, da muss er wieder rausfahren. Ja. Und das sieht ja nicht schön aus. Wenn man eine gerade Linie hat, dann sieht das schon ordentlich aus. Jetzt geht's ja wieder, jetzt können wir ja wieder weitermachen. Die Baustelle verschlingt pro Kilometer 5000 Tonnen Asphalt. Ständig bringen Lastwagen Nachschub. Roland! Das Schild da, du! Fast wäre der LKW gegen das Schild gekracht. Weil da vorne ein Schild ist, der LKW muss ankippen. Da können wir jetzt nicht weiterfahren. Schon wieder ein Stopp und jede Minute kostet richtig Geld. Seit 2 Jahren sind die beiden ein Team. Mit ihrer Asphaltmaschine sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Immer dort, wo sie gerade gebraucht werden. Ich war Freitag bei Lutz, René. Kennst du Louis? Ja. Der hat sich eine Harley geholt. Oh. Die haben wir begossen. Gucke ein, siehst du. Ja. Sind wir schon zu alt für.
bist ja schon Opa. Ja, bin ja schon Opa, ist richtig. Der Kleine wartet auch wieder Wochenende. Die Familie sieht René nur samstags und sonntags. Der 48-Jährige lebt in Sachsen-Anhalt, in Stendal. Wenn man jetzt Geld verdienen will, bei uns zu Hause ist nichts, also muss man auswärts gehen. So, das ist schon. Es gibt doch viele Feiern, die ich versäumt habe. Manchmal ist das schon, da sagt man, ach, naja, würde auch gerne jetzt zu Hause sein und da mitfeiern oder bei der Frau sein. Man grübelt nicht, aber man sagt, nicht, dass dort scheiße, sondern naja. ...45 Minuten fahren die Asphaltierer täglich in ihr Quartier. So, ist Feierabend. Endlich zu Hause, war Roland? Auf einem Bauhof nahe Braunschweig verbringen René und Bastian die Woche. Übernachtet wird im Wohnwagen. Basti? Jo. Kommst du mit abwaschen? Jetzt schon? Ja, ja, jetzt schon. Na, wann denn? Der frühe Vogel fängt den Wurm, komm. Wo kann mich warten? Seit 30 Jahren macht René nun schon den Job des Asphaltfahrers. Als er anfing, kam Bastian gerade auf die Welt. Wie kriegst du die Tassen so dreckig? Wieso? Na, ganz auf dem Fertig auf der Maschine. Wisst ihr selber, wie das ist? Das ist halt mal so. Lagerkoller gibt es selten. Die Männer haben nur sich und ihre Baustelle. Man wartet schon drauf, dass man nach Hause kann, ja, weil gibt ja schon mal, wir haben schon mal Zeiten gehabt, da waren wir 14 Tage oder 3 Wochen gar nicht zu Hause, ja, also und dann nach Hause kommen ist halt schön. Und wenn dann die Frau zu Hause wartet, sag ich mal, mit Essen und wie gesagt allen drum und dran, dann ist das schon in Ordnung. Dann macht das schon Spaß, dann kann man auch wieder mit Freude losfahren in der nächsten Woche. Am Autobahnkreuz Hannover Ost stehen die Container der Bauleitung. Polier Jörg hat heute Nachtschicht. Der 48-Jährige kommt aus Lehrte. Da die Baustelle nahe ist, kann er zu Hause wohnen. Das gibt es selten in seinem Job. Schnitz, sagen wir mal lieber so. Oder die nicht ganz so gut sind. Die gibt es auch. Fast 6 Millionen Euro kosten allein Jörgs Baustellenabschnitte. Er trägt die Verantwortung. Hier ist Ruhe. Hier ist deine himmlische Ruhe. Außer du machst jetzt das Fenster auf, dann hast du da auch ein bisschen Verkehr. Aber es ist natürlich nicht so wie unten auf der Bahn. Ne? Weil unten kannst du ja gar nicht nachdenken. Das ist ja viel zu laut. Da siehst du ja nur die Arbeit. Da, wenn du einmal durchfährst, überall wo gearbeitet, musst du ja anhalten. Und da wirst angehalten. Da brauche ich ja zum Teil eine Stunde für 3 Kilometer zu fahren. Weil ich ja überall eine schnelle Entscheidung mal treffen muss oder sowas, wenn was ist. Ne? Und hier oben ist natürlich Ruhe. Und unten, auf der A2 Richtung Dortmund, rattert die Fräse. Bevor neuer Asphalt auf die Straße kommt, muss der alte erstmal weg. 200 Tonnen schafft die Fräse in der Stunde. 6 Minuten, dann ist ein LKW voll. Inzwischen ist auch Jörg wieder auf der Bahn. Eigentlich laufen die Arbeiten heute, doch irgendetwas stimmt mal wieder nicht. Ja, genau, rein. Er hat tiefer jetzt gemacht. Kontrollier mal einer mal. Er macht jetzt 14,5. Wir müssen einmal kontrollieren, wenn nicht, wenn wir nachher wieder hochziehen. Die Tiefe stimmt nicht. Die Fräse schafft zu wenig alten Asphalt weg. Bleibt es so, müssen die Männer nachbessern. Warte mal. Ich habe hier einen Stein. Ich habe einen 32er Korn. Wenn ich da rauf halte, bin ich automatisch schon wieder 2-3 cm, bin ich sogar 4 mm höher. Also im Großen und Ganzen passt das jetzt aber besser als vorher. Den alten Straßenbelag beliebig wegfräsen, das geht nicht. Weil wir müssen nachher die gleiche Schichtdicke wieder einbauen. Und wenn wir nicht diese 14 cm einhalten, dann kriegen wir Abzüge, starke finanzielle Abzüge, weil wir die Schichtdicken nicht eingehalten haben. Und deswegen kontrollieren wir immer noch, dass wir möglichst genau diese vorgegebene 14 cm fräsen. Weil je Millimeter weniger, die wir nachher einbauen, haben wir Abzüge. Also es geht um viel Geld. Deswegen immer möglichst genau arbeiten, sehr genau. Millimeterarbeit auf der Autobahn, die tausende Euro kosten kann. Ja,
100.000 Euro. 100.000 Euro. Kommt so ungefähr hin. Wenn du jetzt viel zu wenig einbaust an Asphalt. Deswegen muss man leider sehr, sehr genau arbeiten. Es geht um wirklich viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Und deswegen läuft immer einer mit und kontrolliert. Es wird Nacht auf der Autobahnbaustelle zwischen Hannover und Lehrte. Damit zu den Sommerferien der Verkehr wieder fließt, wird rund... Und wenn er das ja nicht geschnallt hat, dann muss er hinten mal ein bisschen lauter werden. Das ist dann halt mal so. Ne? Aber Geduld, ja, relativ, relativ, sag ich mal, relativ. Wenn man ehrlich ist. Ehrlich gesagt nicht so. Die gesamte Baustelle zieht sich über 8 Kilometer. Gleichzeitig wird an mehreren Stellen gearbeitet. Verkehrsservice für den ganzen Norden. Alle Autofahrer bitte vorsichtig fahren. A1 Hamburg Richtung Bremen. Einige Kilometer Stop and Go wegen Bauarbeiten. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Kreuz Hannover Buchholz und Lehrte. 4 Kilometer Stau, Bauarbeiten. Das ist bei uns. A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld. Keine Chance. Hilft nichts. Müssen wir durch, ne? 4 Kilometer Stau. Jörg ist auf dem Weg zum nächsten Bauabschnitt Richtung Lehrte und landet wie immer im Stau. Er selbst hat keine Angst, zu spät zu kommen. Seine Sorgen sind viel größer. Ich muss ja meine Materialien auch zur Baustelle kriegen, also auch zur Autobahn. Und die müssen auch freien Verkehr haben. Genau wie die Autofahrer, die hier fahren wollen, nach Hause wollen oder wo auch immer hin. Das ist für alle das gleiche Problem. Bloß bei uns hängt da ja viel mehr dran. Wenn du jetzt Asphalt einbauen kannst, schmeiß mal so eine Tonne, also so ein LKW-Asphalt weg, ein paar tausend Euro weg. Die A2 wird von 6 auf 8 Spuren erweitert. Es ist ein Riesenbauprojekt auf einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Seit Jahren ist die Strecke überlastet, doch schon bald soll hier der Verkehr besser als vorher fließen. Es ist kein Stau, es ist kein Unfall, es ist normal. Weißt du, wo das jetzt kommt? Weil die glotzen. Die Autofahrer glotzen hier, wie die arbeiten. Nee, ohne Scheiß. Die Bauarbeiten laufen jetzt seit 6 Monaten und alles soll bis zum Beginn der Sommerferien fertig sein. Das wird knapp. So, jetzt habe ich die Faxen dicke, ne? Darf ich jetzt rüberfahren? Ja, jetzt kommen wir einfach mal rüber bei uns in der Baustelle rein. Jetzt bin ich wieder drin. So, jetzt sind wir wieder in der Baustelle, jetzt können wir wieder fahren. Nur Jörg darf mit seinem Auto im abgesperrten Bereich fahren. Alle anderen quälen sich weiter durch den Stau. Um die ganze Feierabend! Endlich zu Hause, war Roland? Auf einem Bauhof nahe Braunschweig verbringen René und Bastian die Woche. Übernachtet wird im Wohnwagen. Basti? Jo. Kommst du mit abwaschen? Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Na, wann denn? Der frühe Vogel fängt den Wurm, komm. Der frühe Vogel kann mich warten. Seit 30 Jahren macht René nun schon den Job des Asphaltfahrers. Als er anfing, kam Bastian gerade auf die Welt. Wie kriegst du die Tassen so dreckig? Wieso? Na, ganz auf dem Fett. Geht's ja wieder, jetzt können wir wieder weitermachen. Die Baustelle verschlingt pro Kilometer 5000 Tonnen Asphalt. Ständig bringen Lastwagen Nachschub. Roland! Das steht da, du! Fast wäre der LKW gegen das Schild gekracht. Weil da vorne ein Schild ist, der LKW muss ankippen. Da können wir jetzt nicht weiterfahren. Schon wieder ein Stopp und jede Minute kostet richtig Geld. Ein paar Kilometer weiter Richtung Dortmund. Vorsicht, Männer, guck hier. Polier Jörg kontrolliert den Bau des Seitenstreifens. Scheiße, jetzt kommen die Autos auch schon. Oh Mann, ey, jetzt geht's aber richtig. Die LKW waren erst nachmittags eingeplant. Jörg hat ein neues Problem. Wohin mit dem Kies? Weil das alles auf einmal hier steht. Scheiße, oh Mann. Da muss ich vielleicht noch einen Boden austauschen, Mann. Da muss ich mir wieder einen anderen Boden her. Dann setze ich den ganzen Scheiß noch einmal um. Ich will natürlich kurze Wege haben, wenn ich... Muss ja schnell gehen. Und wenn ich jetzt habe ich mein ganzes Material da lagern, muss aber alles den anderen Boden nachher wieder ran, dann komme ich da nicht mehr ran. Und jetzt muss ich mir den kürzesten Weg schnell ausdenken, damit das für mich am besten und am sinnvollsten ist. Wir machen Folgendes. Wie viele Autos kommen? 5 Stück. Die donner ich so schnell weg. Arschlecken.
Der Chef muss improvisieren. Der Kies kommt erstmal auf die Straße und muss später verbaut werden. Komm her, ich bleib hier stehen. Tack, 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 55 Stück, die hau ich mir denn schon weg. Die Autobahnbaustelle liegt genau zwischen Hannover und Lehrte. Die A2 gilt als die wichtigste Ost-West-Verbindung in Deutschland. Täglich sind hier 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Noch immer stoppt das Schild die Asphaltmaschine. Der LKW ist noch nicht vorbei. Vor, vor. Anhalten halt! Passt da durch. Und die Hand runter ist leer, ist alles raus. Naja, ist das Gitter. Selbst bei solchen Manövern muss der LKW weiter Asphalt abladen. Sonst wäre Renés Maschine leer gelaufen. Der Straßenfertiger bleibt immer in Betrieb, komme, was wolle. So, René, hast du wieder Fischbrötchen bei zum Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so, naja, was für ein Fisch? Tomate. Schön, Tomatencremefisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nichts von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. So, René, hast du wieder Fischbrötchen bei zum Mittag? Nein, nur eine Fischbüchse. Ach so, naja, was für ein Fisch? Tomate. Schön, Tomatencremefisch. Das ist ja lecker. Das ist aber nichts von ab. Es ist 12 Uhr mittags. Doch Zeit für eine ruhige Pause bleibt René nicht. Wenn wir Mittagspause machen würden, dann würde ja die Maschine stehen. LKWs stehen alle, Mischwerk steht. Kostet alles Zeit und Geld. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. 10 Stunden Asphalt einbauen. Am Ende jeden Tages muss die fertige Maschine gereinigt werden. Basti, was ist denn? Na, ich bin noch nicht bist fertig. Bist du noch nicht fertig? Das ist ja extrem verdrängt. Naja, Mayak, helf dich doch ein bisschen mit. Was hältst du davon? Na, das ist auch eine gute Idee. Na ja, komm mal, machen wir beide zusammen. Trocknet der warme Asphalt, verklebt die Maschine. Dann geht morgen gar nichts. Ist heute Scheißarbeit, ja, aber nützt ja nichts. Muss ja sauber gemacht werden. Sag ich mal, verdreckt ist er ganz schön jetzt hier im Moment bei dem Einbau hier. Ja. Ja, muss man halt nur so zusehen, dass man die sauber kriegt. So halbwegs erstmal, sag ich. Morgen wollen wir ja Decke fahren. Ja, dann muss er einigermaßen sauber sein. Ist ein bisschen anstrengend. Stehen halt schon die Schweißperlen auf der Stirn. Nee, pass mal auf hier mit den scheiß LKW-Fahrern. Ja, die fahren ja ganz schön schnell, ja. Sind ja eigentlich 60. Also, aber hält sich keiner rein. Passiert ja heutzutage keinen mehr. Ja, gefährlich ist das so. Warum wir selber zu gucken, die LKWs hier, da hinten steht 60 und die fahren hier wenigstens mit 65, 70 hier lang. PKW ist genauso, da muss man aufpassen. Bisschen abrutschen, zack, nach hinten fallen, könnte schon gefährlich werden. Ja, hupt mal fleißig. Ja. Ja, ich muss mal gewaltig aufpassen hier. Gut, ja? Wunderbar, dann lass uns runterfahren. Ja, lass uns los. Feierabend für René und Bastian. Seit 2 Jahren sind die beiden ein Team. Mit ihrer Asphaltmaschine sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Immer dort, wo sie gerade gebraucht werden. Ich war Freitag bei Lutz, René. Kennst du Louis? Ja. Der hat sich eine Harley geholt. Oh. Die haben wir begossen. Gucke ein, siehst du. Ja. Sind wir schon zu alt für. Moin, Männer. Moin. Sag mal, arbeitet ihr? Habt ihr gestern Nacht gearbeitet? Nein. Gestern Nacht? Hä? Nee. Wir ja zumindest nicht. Sonst wird er ja weiter gewesen. Die Arbeiter sollten die Baustelle längst abgesichert haben. In 2 Tagen will Jörg hier die nächsten Kilometer abfräsen und asphaltieren. Jetzt droht der Zeitplan schon wieder zu kippen.
Die haben einen Ablaufplan, die haben auch mit dem Amt abgegeben. Und jeder Tag setzt sich ja vor, da hinten hin. Also muss das versuchen, muss alles passen irgendwo. Weil du bestellst ja auch eine Asphaltfräse vor und so weiter und so weiter. Das takt es ja alles ein. Ich kann ja jetzt am Freitag nicht mehr anrufen und sage, hier, pass mal auf, ich kriege das bis Montag nicht fertig. Pack die Fräse mal woanders. Und dann sagt er, hast du eine in der Pfanne oder was? Kannst du das nicht vorher wissen? Du kannst heutzutage keine großen Puffer mehr einrechnen. Leider nicht mehr, weil die Termine noch so eng sind. Die Schutzwände trennen die Fahrbahnen voneinander. Der Aufbau dauert seine Zeit. Und die Autos fahren nicht langsamer. Die fahren doch jetzt hier dran vorbei, die wissen gar nicht, was hier steht. Denken die, Idioten, was machen die denn da? Da kannst du gegenfahren, die verrutschen nicht so schnell. Dass die nicht auf die andere Seite der Fahrbahn kommen. Dann hast du ja sofort, die fahren so gegeneinander her. Und jetzt kommt irgendwo ein Unfall, dann fährt er erstmal gegen die Stahlgegend. Sonst würde er sofort drüben im Verkehr, im Gegenverkehr sein. Und dann gibt es Schwerverletzte oder Tote. Wie weit kommt ihr heute? 2 Kilometer ungefähr. 2 Kilometer. Ich bin hier bei 10, 11, 12. 12, 460. Dann sind wir bei 10, 460. Seid ihr Samstag auch am Arbeiten? Ja. Wir wollen versuchen, Sonnabend weg zu sein, ja. Das ist sehr schön. Also habe ich Montag freie Bahn, was Prebitz versprochen hat. Ja, genau. Geil. Ja, gute Leute. Spitzenfirmen habe ich ja nur hier. Nee, wunderbar, super. Dann kriegen wir das alles hin. Auf seine Leute kann sich Polier Jörg verlassen. Geht weiter alles glatt, läuft der Verkehr zwischen Hannover und Lehrte bald achtspurig, so wie geplant. Trotz Stress und Stau im Straßenbau. Baustelle zu kontrollieren, ist der Polier den halben Tag auf der Piste. Hey, Bazi! Bei Baustellenkilometer